Der Bauernverband, dem ja 90% der Landwirte angehören, der hat so ein bisschen seine Rolle als Alleinvertretungsverband verloren. Ja, die ganz neue Gruppierung nennt sich ja Landschaftsverbindung, abgekürzt LSV. Das ist eigentlich ich würde gar nicht sagen, dass es ein Verband ist, die Strukturen sind noch sehr lose, auch noch sehr im Werden begriffen. Das ist aber eben eine Interessenvertretung der Kollegen, die eben vor gut 1,5 Jahren angefangen haben, auf die Straße zu gehen, sich so ein bisschen vom Bauernverband absetzen, obwohl sehr viele dort auch noch Mitglied sind. Das sind eigentlich traditionelle Bauernverbandsleute, die bei LSV sich jetzt engagieren, aber die eben gemerkt haben, ja, die wirklichen Interessen seiner Mitglieder hat der Bauernverband vielleicht wirklich nicht mehr vertreten. Also das ist jetzt der ganz neue Verband, LSV. Dann gibt es aber natürlich eine Reihe von älteren, mittlerweile auch durchaus etablierten, kleineren Verbänden. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft habe ich schon genannt. Uns gibt es mittlerweile seit 40 Jahren. Wir haben uns seinerzeit auch als eine Art Gegenbewegung oder Opposition zum Bauernverband gegründet. Wer auch noch sehr wichtig ist, ist der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, BDM, ist eine Spartenvereinigung der Milchbauern, dort aber sehr stark, hat deutlich mehr Mitglieder als die AWL, hat ungefähr ein Drittel der Milchbauern organisiert. Den gibt es mittlerweile auch seit 20 Jahren. Vielleicht erinnern sich viele noch an den großen Milchlieferstreik, den der BDM 2008 mal organisiert hat. Da hat er wirklich die Machtfrage gestellt und die Machtprobe mit den Molkereien gesucht durch das Mittel, was Bauern eben haben, Rohstoffentzug. Das ist ja unsere Möglichkeit zu streiken eigentlich. Wir können ja nicht einfach aufhören, die Kühe zu melken, aber wir können aufhören, die Milch abzuliefern. Stattdessen innerbetrieblich verwerten, wie man das so nett nennt, also Kälber füttern oder es einfach in die Gülle laufen lassen. Ja, und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Interessenvertretungen. In den neuen Bundesländern gibt es den Bauernbund. Das ist eben auch eine Vertretung von Familienbetrieben, im Gegensatz zu den dort doch sehr dominanten Großbetrieben, die aus den ehemaligen LPGs hervorgegangen sind, mittlerweile teilweise auch dann nicht mehr in Genossenschaftsstruktur bewirtschaftet werden, sondern teilweise von außerlandwirtschaftlichen Investoren übernommen wurden. Da ist der Bauernbund auch eine sehr bewusste Opposition zum Bauernverband, der eben vor allem als Interessenvertretung dieser Großbetriebe wahrgenommen wird. Ja, und dann gibt es noch eine Reihe von kleineren Spartenverbänden, Milcherzeugergemeinschaften oder es gibt auch im Schweinebereich Interessengemeinschaft der Schweinehalter, ISN. Das ist eben auch ein Spartenverband wie der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, aber der weniger politisch, sondern mehr wirtschaftsorientiert arbeitet. Ja, die Verbandslandschaft ist bunt und wird immer bunter. Mittlerweile spalten sich von LSV Gruppen ab, die sich Basisbauernbewegung nennen oder wie auch immer, die sich jetzt schon von LSV nicht mehr wirklich vertreten fühlen, sondern das Gefühl haben, die sind auch schon etabliert, sind auch schon ja, zu eng mit Politik und so weiter verbandelt. Ja, bis hin zu, ich sag mal, freien Radikalen, Einzelkämpfern, Aktivisten, die Protestbewegungen maßgeblich vorantreiben, aber sich eigentlich in keinem Verband mehr so richtig heimisch fühlen.